Hallo ihr Lieben, mein Lieblingsbuch der Woche, was ich euch heute mitgebracht habe, ist Die Nachtschwärmerin von Leila Motley. Erschienen ist dieser Debütroman im Echo Verlag und wurde aus dem Englischen übersetzt von Yasemin Dincer. Es geht in diesem Roman um Chiara. Chiara ist 17 Jahre alt und sie lebt alleine mit ihrem älteren Bruder Marcus in einem sehr, sehr heruntergekommenen Apartment in East Oakland in Kalifornien. Die Eltern sind nicht mehr da, der Vater ist vor einigen Jahren gestorben und die Mutter kommt gerade aus dem Gefängnis und ist im Moment in Therapie. Das heißt, die beiden sind ganz auf sich alleine gestellt. Und die beiden wissen auch nicht so wirklich, wo sie das Geld herbekommen sollen, um zu leben, also um sich was zu essen zu kaufen und vor allem auch um die Miete zu bezahlen wirklich. Der ältere Bruder Marcus ist der Meinung, dass er als Rapper demnächst ganz groß durchstarten wird und verbringt die Tage ja mit seinen Freunden alleine im Musikstudio, um da seine Karriere zu starten, und es bleibt irgendwie an Chiara hängen, an Geld zu kommen. Und da sowohl sie als auch Marcus Schulabbrecher sind, bekommen sie beide keinen richtigen Job und Chiara rutscht ab in die Prostitution. Und was sie da erlebt, ist wirklich natürlich grauenvoll. Es geht in diesem Roman viel um die Ausbeutung junger Frauen, gerade auch um die Ausbeutung junger schwarzer Frauen in Amerika. Und Chiara kämpft sich irgendwie dadurch, um ihre kleine Familie über Wasser zu halten. Denn es gibt auch noch den Nachbarsjungen Trevor, der auch ganz alleine in seiner Wohnung sitzt, denn die Mutter ist stark drogenabhängig und kümmert sich gar nicht mehr richtig um ihn. Und auch um den kümmert sich Chiara wirklich hingebungsvoll. Und sie schafft es dann irgendwie, sich da durchzukämpfen, bis es dazu kommt, dass es einen Skandalprozess gegen die örtliche Polizei gibt, in den sie auch verwickelt ist. Und auf einmal sind alle Augen auf Chiara gerichtet und sie muss irgendwie versuchen, da mit ihrer kleinen Familie durchzukommen. Es ist ein Debütroman, der mich wirklich wahnsinnig mitgerissen hat. Er spricht ein ganz, ganz wichtiges Thema an und erzählt wahnsinnig viel über die moderne amerikanische Gesellschaft. Also es geht um Polizeigewalt und vor allem auch um Polizeigewalt gegen schwarze Menschen und besonders auch gegen schwarze Frauen. Und ich finde, dass dieser Roman gerade so beeindruckend ist, weil die Autorin noch ganz, ganz jung ist. Sie ist, glaube ich, vor ein paar Wochen 19 erst geworden. Und sie hat wirklich schon eine Sprache. Man würde denken, sie hat schon jede Menge Romane geschrieben, aber es ist wirklich ihr Debütroman. Er hat mich wahnsinnig begeistert und ich hoffe, dass ich demnächst noch viel, viel mehr von dieser tollen jungen Autorin lesen darf. Deshalb mein Tipp für euch, Die Nachtschwärmerin von Leila Motley.